Let the bodies hit the floor. 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 Jo, hier ist wieder euer Duck Gravy. So, mit einem kleinen Guide. Mich kotzt es langsam mal an, wie manche Leute, das zeige ich euch nachher, so ein paar Bilder, hier nach, wie manche Leute ihre Chars equippen. Also, ob von Stufe 1 bis Stufe 90, haben sie fast alle immer gleich. So, der Krieger zum Beispiel, der hat am Anfang Kette. So, und dann nimmt man halt auch Kette. So, danach ab 40 wandelt sich das um auf Platte. So, wie ihr seht, Platte. Ja gut, das nicht. Platte. Das ist halt normal. So, Platte. Jeder hat sein eigenes Gier. So, der Tank zum Beispiel nimmt Parieren. Das ist wichtig. Parieren, Ausweichungswert, Stärke, Ausdauer, Meisterschaft. Ja gut, Meisterschaft ist jetzt relativ. Ist halt hier jetzt mit drauf. Aber Leute, keine Beweglichkeit. Nein, das geht gar nicht. Ihr könnt nicht irgendwie die Kette nehmen, wo Beweglichkeit und allem drum und dran drauf ist. Das ist für einen Jäger. Es wird auch kein Stoff, kein Stoff oder sonst irgendwas genommen. Kein Leder, kein... Ja, ab 40 nimmt ihr Platte, auch keine Kette mehr. Verstanden. Sowas geht gar nicht. Sowas ist No-Go. Ja, also. Der Krieger. Wie gesagt. Er hatte halt seine Sachen. Wie gesagt. Platte. Keine Kette. Kein Leder. Kein Stoff. Okay? So, jetzt haben wir den Monk. Also, der Monk wird von Anfang bis zum Ende mit Leder. Schön merken, Leder, kein Stoff. Ich weiß auch nicht, was ihr mit dem Stoff habt. Weil zu 80% fast jeder Char, ob DK, Paladin oder sonst irgendwas, wird mit Stoff bekleidet. Zumindest ein oder zwei Teile sind aber wirklich nur Stoff. Es gibt für Monk, falls ihr das nicht wisst, gibt es ein Heiler-Equipment. Das nimmt auch der Druide. Das benutzt man. Auch als Monk. So, dann gibt es extra auch für Monk einen Stab, wo du auch als Braumeister machen kannst. Das wird auch genommen. Da nimmt man halt die Klamotten, wie beim Schurken oder beim Dings. Bei jedem wird das so genommen. Gut, der Monk wird hauptsächlich Stab genommen. Obwohl ein Tank, ich habe als Tank nämlich teilweise zwei Hand. Streitkolben habe ich auch. Also, aber bitte kein Stoff. Immer Leder. Wie ihr seht, ich nehme auch Willenskraft. Nicht nur Intelligenz, auch Willenskraft ist wichtig für einen Heiler.
Okay, außer den da. Nee, aber Leute, lasst es. Nicht einfach irgendwas equippen. Ihr macht euren Char sozusagen etwas niedriger. Weil die kriegen ihren Bonus, Lederbonus, Plattenbonus, Kettenbonus. Das tut ihr über den Haufen schmeißen. Und wenn ihr zum Beispiel, wenn du als Tank unterwegs bist, ich habe das auch schon gehabt, ein Charmy, meinte Stoff, Leder und allen drum und dran gemischt. Es war wirklich gemischt. So, und der da so, ja, ich hat sich aufgeregt, weil einer ohne Equipment ins BG gegangen ist. Ich hoffe, der hört auch zu. Nee, der hat sie wirklich dermaßen aufgeregt, weil der eine ohne Equipment reingegangen ist. Was gehst du eigentlich mit sowas ins BG? Ich dachte schon, Mann, was muss das für ein Typ sein, Alter? Der muss ja Equipment haben ohne Ende. Dann habe ich ihn mir angeguckt. Wisst ihr, wie er aussah? Der hatte Stoff gemischt mit Leder. Ey, und das als Schamane. Da nimmst du Kette. Gut, Leder ist halt, ja, am Anfang. Bis Stufe 40 nimmst du Leder beim Schamanen. Aber trotzdem, es gibt extra das Level Equipment für einen Schaman. Es gibt wieder auch, obwohl du kein Dings hast, kriegst du einen Bonus. Wo da steht, Leder verwandelt sich nachher in in Kette. So, aber er hatte in Lederklamotten an vom Druiden. Das bringt wieder den Druiden eher ein Dings. Gut, ja, Stoff. Mischt man auch nicht. Leute, haltet euch dran. Und ein Schamane, Heiler, nimmt kein Stab. Nein. Er war auch zum Beispiel. Der Schamane meinte, er muss einen Stab nehmen. Nein. Du nimmst einen Streitkolben, gibt es extra auch als Level-Equipment mit Schild. Es gibt beides, ein Schild und ein Dings. Den nimmst du als Ele-Charmi und als Dings-Charmi. Und bitte kein Tankschild. Auch als Ele-Charmi. Du nimmst kein Tankschild mit Reparieren. Das ist ein No-Go. Da denkst du auch, hallo Leute, was habt ihr eigentlich im Gehirn? Und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, ey, ihr habt mal, die Leute, die Level Equipment haben, die haben einen großen, dann sammelt das. Ihr könnt Innis laufen, die Gerechtigkeitspunkte könnt ihr in Ehrenpunkte umtauschen. So, dann habt ihr, BGs, wo ihr laufen könnt. Wenn ihr schon Hordler seid, ey, Horde gewinnt auch mal. Wenn auch selten, aber die gewinnen mal. Also, equippt eure Chars nicht so, wie ihr meint. Och, ist doch scheißegal. Nein. Equippt die vernünftig. Auch schon mit Stufe 1 von mir aus. Equip die vernünftig. So, und hier haben wir jetzt einen Paladin. Einen Taure habe ich hier. Der heißt Rayleon. Den kennt ihr wahrscheinlich schon durch unseren Xena. Da haben wir ein paar Aufnahmen gemacht. So. Also, er ist Tank. So, ein Tank hat Kette im Moment. Später, ab 40, geht das auf Platte. So. Also, er ist gerade mal 33. Also heißt, in 7 Stufen ist das auf Platte.
So, da seht ihr das schon. Kopf. Stärke, Ausdauer, Parieren, Waffenkunde. Ja gut, Waffenkunde ist nicht allzu wichtig, aber trotzdem. Da haben wir zum Beispiel Ausdauer und Parieren. Hier haben wir, ja gut, da habe ich halt gedacht, ja, warum nicht, ein bisschen Schaden kann, ist immer gut. Da haben wir auch Stärke, Ausdauer, Crit, Trefferwertung. So, ja, ich weiß. Der ist nicht gut equipped, sowas sollte man gar nicht machen, aber ihr seht, ist doch Stufe, Anfangsstufe. Aber hier die Handschuhe zum Beispiel, ja. Gürtel ist auch nicht gerade pralle, ich weiß. Aber hier zum Beispiel, ja, auch als Tank sollte man sehen, dass man einigermaßen, nur wenn man nichts kriegt im Moment. So, Stärke, Ausdauer, Parieren, Trefferwert. Schuhe habe ich erstmal Ausdauer genommen. Ja, Stärke, kritische Trefferwert habe ich besser nichts gekriegt. Aber hier zum Beispiel, das ist ein Tankschild. Stärke, Ausdauer, Parieren. Und kein Schamanschild. Nein. Einen Schamane habe ich noch nicht tanken sehen. Also, Leute. Nicht einfach das Schild nehmen. Geht gar nicht. Ist ein No-Go. Auch wenn du nur Schaden machst. Hier, Schwert. Stärke Ausdauer parieren. Gut, verzaubert mit Koloss. Heißt, dass du einen kleinen Schutz dann immer noch nebenbei kriegst. Und ihr seht, das sind Level Equipment von Stufe 1 bis 85. Also heißt das, ihr könnt die Klamotten bis 85 anhaben. Da müsst ihr halt ein bisschen was ausgeben für. Wie gesagt, das zeige ich euch noch. Ja, da stellt sich gerade jemand im Weg, der will auch mal zeigen. Hallo, ich bin der Kapitalista. Okay. Ja. Ehrenpunkte, ihr. Damit könnt ihr euch die Klamotten kaufen oder Gerechtigkeitspunkte gibt es auch. Ich zeige euch das heute noch beides. Also nicht einfach Stoff nehmen für den Paladin. Geht gar nicht. Okay? So, als nächstes haben wir hier ein Dicker, Todesritter. Ja, seine Sachen sind auch Platte und er hat nur Platte und kein Stoff. Das, wie oft habe ich gesehen, dass welche mit dem Stoff unterwegs waren. So, und du, wirklich als DK nimmst du nur Platte. Ausdauer, Stärke. Ist das Wichtigste für den DK. Und bitte kein Stoff. Ein Stoff-DK ist sehr, sehr schwer zu heilen. Auch wenn es nicht so aussieht, wenn du einen Druiden am Hintern hast. Aber ist der Druide Mana down? Weil der DK meint, ach ja, ein Stoff geht doch schon. Ach, ich habe doch genug Leben. Ich bin DK, ich kann alles. Nein. Irgendwann ist der Druide oder irgendjemand Mana down. Und dann bist du gearscht. Also Leute. Ruhig. Nehmt euch die Zeit. Sammelt euch Stoff oder sonst irgendwas. Ich kann euch auch gerne noch zeigen, wo die ganzen Levels Equipment ist. Ich kann euch auch gerne erklären, was ist. Also bitte haltet euch da dran. Platte, kein Stoff. So, meine lieben Jäger,
Für euch habe ich jetzt hier meine Saber rausgeholt. So, erstens, springt ihr irgendwo runter, ist egal wo. Das, ich weiß, ich mache eigentlich einen Equip Guide, aber das ist auch wichtig. Hier jetzt zum Beispiel, ups, runterspringt. Das Viech ist egal wo, in jeder Inni. Ihr springt jetzt irgendwo runter. Das Viech nimmt den nächsten Weg und geht runter, um zu. Ja gut, bis auf hier jetzt. Aber es nimmt einen Weg, wo er lang gehen kann und pullt. Ja. Das habe ich zum Beispiel so oft, dass ich irgendwo ist genauso für Hexenmeister. Packt euer Viech weg. Dafür habt ihr Tier freigeben. Nimmt die Zeit. Ich weiß, es dauert ein bisschen. Tut es weg. Springt runter. Und dann könnt ihr es wieder rufen. Ja, ist egal, wen ich jetzt rufe. So, ist nicht egal. So, das zweite Ding für Jäger. Nur für Jäger. Es gibt hier extra einen Button, wenn ihr in Inis seid. Das Viech hat sowas extra, weil es denn eure Akku nehmen soll. Knurren. Einmal ein Rechtsklick, ist es aus. Dann nimmt da niemand mehr die Akku. Klickt ihr wieder drauf. Es ist nur ein Klick. Dann ist es wieder drin. Also, in Inis ausmachen. Außerhalb von Inis, mir egal, macht es rein. So, Jäger am Anfang haben sie Leder. Aber es gibt auch für Jäger, genauso viel wie jeden anderen, gibt es extra solche. So ein Equipment, was am Anfang, wo Kette steht. Ihr kauft es, schickt es euren Jäger. Dann ist es am Anfang Leder. Nachher verwandelt sich das ab 40 in Kette. Und nimmt bitte kein Stoff. Ich weiß nicht, was ihr mit Stoff habt. Das ist für gut Priester und sowas, die können das kaum falsch machen. Ja, ich glaube sogar, da kann man nichts falsch machen. Da kann man nichts falsch kaufen. Aber nimmt das Kettenzeug für den Jäger. Da macht ihr mehr Damage und allen drum und dran. Und für die Leute, die kein Level Equipment haben, am Anfang Leder, nachher Kette. So, das war's schon mal für den Jäger. So, und hier haben wir nun den Schamanen, an den ich ja auch schon gesprochen habe. Ja, da habe ich jetzt Beweglichkeit und Ausdauer. Wie ihr seht, Tempo, Trefferwert. Das sind jetzt sozusagen die Klamotten für einen Verstärker, Schamane. So, Streitkolben habe ich hier, Beweglichkeit, Ausdauer, Tempo, kritische Trefferwertung, verzauberten Mungo und hier Elementarkraft. Ja, ihr seht Beweglichkeit, Ausdauer. So, Eleshamis. Ja, da habe ich zum Beispiel na, machen wir mal so. Na, ich zeige euch wahrscheinlich nur noch so den Priester. Gut, obwohl da kann man ja keine Fehler machen. Da kann ich euch das mal so zeigen. Ich bin jetzt auf ein Ali.
Wie ihr seht, ich bin hier in Stormwind. Da. Da weiß ich ja schon, wo die Sachen soweit sind. Falls ihr... Die Kanalbestie, ja. Das ist das Einzige, was hier gibt. In der Altstadt müsst ihr hin. Das ist hier vorne. Da müsst ihr jetzt hin. Bei der Horde kann ich das gleich auch nochmal zeigen, wo ihr die Sachen findet. Das ist ein bisschen verteilt. Und da geht es ein bisschen schneller, glaube ich. Wie mit so einem kleinen... So. Die verkauft hier Reittiere. So, lass mal sehen. So, hier zum Beispiel gibt es Ehrenpunkte. Ach ne, ups, falscher. Müsste hier sein. Erbstücke da. Da gibt es zum Beispiel Platten, Sachen. Da gibt es Ledersachen, Beweglichkeit, Ausdauer, Schulter. Gut, das verwandelt sich nachher. Leder, das ist Intelligenz, aber das sind, wie ihr seht, links ihre Ausrüstung, das sind, ist meine. Die verwandelt sich nachher in eine Kette. So. Das sind Druidenschultern. Nicht verwechseln. Nicht mit Charmy da reingehen. Mit Charmy könnt ihr den hier nehmen. Mit Ele-Schamane. Das sind normale Monk-Schurke, Schurkensachen. Und das sind Stoffschultern. Ihr seht, Ausdauer, Intelligenz. Da gibt es, glaube ich, auch nur ein bis jetzt. Ihr nehmt als Monk nicht den. Als Monk nehmt ihr zum Beispiel den Streitkolben hier. Den Streitkolben hier ist das gleiche. Wie ihr seht, den müsst ihr kaufen. Den könnt ihr nachkaufen. Auf 85 hochziehen. So. Hier sind die Verbesserungen von den Schultern. Dann gibt es hier Gerechtigkeitserbstücke. Hier gibt es die Schultern für Gerechtigkeitspunkte. Platte, Platte, Leder, Beweglichkeit, Ausdauer. Das sind die, das was ich anhab. Die verwandeln sich nachher wieder in Kette. Die Schultern hier könnt ihr nehmen. Ich habe, glaube ich, andere. Die von Ehrenpunkten, die Schultern mir genommen. Hier, Ele-Schami. Das ist Ele-Schami oder auch Heiler. Könnt ihr nehmen. Das hier, die beiden Sachen. Dann, wenn ihr weitergeht, gibt es hier zum Beispiel Beweglichkeit. Das sind für Priester. Priester, Hexenmeister oder Magier. Den nehmt ihr auch. Priester, Magier oder so, ja, Druide könnt ihr das auch nehmen. Dann zum Beispiel könnt ihr auch als Streitkolben, könnte man nehmen. Den hier. Wollte ich nicht. So, dann den habe ich.
Ihr seht nur nicht verzaubert. Ohne Verzauberung. Und das hier ist für Elishami. Das Schild. Nicht das. Das ist No-Go. Das ist für Shami. Für Elishamis. So, das hier könnt ihr als Monk oder Druiden-Tank nehmen. Oh, dann gibt es, ja, sonst war es das eigentlich, was es hier so gibt. Dann sehen wir uns gleich nochmal auf Dings wieder. Auf meine Priesterin, dann zeige ich euch da mal eben schnell, wo es bei der Horde ist. So, und letzte im Bunde, ich nehme mal meine Priesterin, weil Hexenmeister und sowas kennen wir, habe ich ja schon erklärt, was die nehmen an Klamotten, und da kann man halt nicht viel falsch machen. So, hier sind wir mit im Okrima, sagen wir mal so, Tal der Stärke, oben über Garrosh sind wir jetzt. So, und da haben wir die ganzen einzelnen Händler. So, da gehen wir zu ihr hier, zu Lana, Gerechtigkeitserbstücke. Und da findet ihr dies, was ich euch schon gesagt habe. Da, Hexenmeister, können das hier nehmen. Stäbchen könnt ihr nehmen, ihr könnt Streitkolben nehmen. Ja gut, den Dolch würde ich nicht gerade für euch empfehlen. Beweglichkeit, kritische Trefferwertung, den würde ich als Dings nicht nehmen. Müsst ihr schon ein bisschen gucken. Intelligenz, das ist gut. Tempo ist immer sehr gut. Ja, Beweglichkeitsstab würde ich nicht empfehlen. Aber hier zum Beispiel Ausdauer, Intelligenz, Tempo ist auch noch ganz gut für Hexenmeister oder so. Ja, und hier zum Beispiel für die Gerechtigkeit. Dann fliegen wir jetzt mal schnell hier runter. Ihr seht, da ist der Eingang. Hier ist das Aha. Und genau gegenüber ist hier die anderen Sachen. Für die Ehrenpunkte. Eintauschen, wie gesagt, kann man jederzeit. So, da gibt es hier zum Beispiel Ehrenerbstücke. Wenn ihr reinkommt, gleich gerade durch, hier. Da gibt es für Ehrenpunkte. Ja, eintauschen kann man die, glaube ich, bei Ehrenpunkten Ware. Da, da könnt ihr die Gerechtigkeits, die einmal eintauschen. Genauso ist das auch bei den anderen. Ihr könnt also von Gerechtigkeitspunkte in Ehrenpunkte verwandeln und ihr könnt Ehrenpunkte in Gerechtigkeitspunkten verwandeln. Also das ist kein Problem. Jo, dann sage ich mal, macht alles richtig. Macht das Leben des Tankes heiler, bisschen leichter und holt euch die vernünftigen Sachen. Okay, das war's wieder von euer Dark Gravy. Viel Spaß, auf Wiedersehen.